Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Momentchen, gleich geht's. Ein bisschen ruckeln tut's wieder. So. Ja. So, sammeltechnisch fehlen uns jetzt noch zwei Runen und ich glaube eine Dingensfähigkeit. Drei Runen sogar. Aber dafür, für die eine, brauche ich nämlich ein bestimmtes Werkzeug. Wir müssen jetzt wieder ganz rauf hier auf dieses Gebäude. Würdest du jetzt bitte aufhören? Warte ein bisschen, bis er geladen hat. Sind wir fertig? Kannst du? Geht schon? Geh mal, Vollgas. Darf ich jetzt schon? Leck frei? Hallo? Bitte? Wir müssen auf jeden Fall darauf. Ich denke, wir werden es von außen probieren müssen. Ich weiß nicht, ob wir hier drinnen weiterkommen tun. Außer vielleicht da hinten. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Jetzt komm, jetzt fang dich wieder, hm? Bevor uns noch jemand entdeckt. Letztes Mal hatte ich dich super gefangen. Jetzt wieder nicht zurecht. Oder es täuscht mich. Ah, ich glaube, jetzt geht's. Jetzt hat er sich gefangen. Jawohl, prima. Ich muss irgendwie hier rauf. Ich muss nur schauen, wie ich darauf komme. Was machen die da? So die da hungrig. Vielleicht gibt es ja Fischfrikadellen. Ja, vielleicht. Hier geht es auf jeden Fall nicht mehr rauf, ne? Ich könnte nur schauen, ob es vielleicht von... Ach, warte. Schwachsinn, ne? Nein, das geht auch nicht. Wenn wir da oben waren, geht es nicht noch weiter rauf. Also wir müssen wirklich ganz, ganz nach oben. Können wir hier raus? Warum ist jetzt bitte die Tür beim Aufmachen zersplittert? Kann mir das jetzt bitte einer erklären? Naja. Auf jeden Fall. Ach ja, stimmt. Hoppala. Den Turm muss ich ja auch noch. Entschuldigung. So wenig getan. Es sollte nie so weit kommen. Stimmt, den muss ich auch noch ausschalten. So. Da kann man jemanden damit bewerfen. Deaktiviere den Wachturm. Hackerl. Jawohl. Was mache ich jetzt damit? Ins Meer. Hui. Au. Okay, das sollte ich nicht machen. Okay, das sollte ich nicht machen. Entschuldigung. Der brennt ja. Entschuldigung. Ich hasse diese Geländer. Ich hasse sie. Was? Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe gefailt? Wie könnt ihr nur... Wie könnt ihr nur sowas Gemeines sagen? Ich habe ganz bestimmt nicht gefailt. Es ist um Mitternacht. Verpassen Sie das Boot. Bedeutet das eine weitere Schicht ohne Bezahlung. Sehr freundlich. So einen Chef kann man immer brauchen. Oder wäre vielleicht die Rune doch ganz oben? Ich habe sie einfach nicht entdeckt und gefunden. Ich will nochmal schnell den Wachturm da ausschalten. Zumindest probieren. Ohne Unfall, wenn es geht. So. Jetzt zerbricht sie nicht. Interessant. Total interessant. Also nochmal. Na, raus mit dir. Hä? Kehre zu Dreadful Wall zurück. Noch nicht. Zuerst möchte ich da noch ein paar Sachen erledigen. So. Ich will auch nicht alle umbringen. Nur ein paar Leute, wenn es wirklich sein muss. So. Jetzt sind wir wieder da. Von hier aus kommt man wahrscheinlich nicht hoch, ne? Nicht, oder? Sie könnte ja auch mal einen ausgeben. Nur ein einziges Mal. Ist das zu viel verlangt? Oder vielleicht doch. Vielleicht können wir hier irgendwie rauf? Nö, ne? Das ist nur der Vorratsdingens.
Schade. Ob es hier irgendwie eine Möglichkeit gäbe? Vielleicht. Nee, das hört sich gerade eklig an. Vielleicht ja irgendwie. Nö, das wird nicht funktionieren, ne? Ich würde wirklich liebend gern darauf. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Ja? Kann ich hier rauf? Ja, das geht. Na, nicht runterpurzeln. Ich wollte mich doch nur drehen, Schnucki. Das hat super hingehauen. So, nochmal. Nochmal. Ich will da rauf, bitte. Ja, legen tut's sauber. Jetzt klappt's nicht mehr, oder was? Das war gerade so cool, ey. Doch, jetzt da. Langsam. Jetzt bitte gern. Ja. Ja, supi. Genau so wollte ich es haben. So, irgendein Gegner hier? Nein. Kann ich hier rauf? Kann ich hier rauf? Hier müsste schon gehen, oder? Jawohl. Und hier? Ja. Das klappt auch. Da in dem Turm drin. Also da in dem... Achso, da. Achso, da soll es sein. Aha, so. Aha. Aha, okay, da drinnen. Kann ich von da oben vielleicht rein? Ich würde es ehrlich gesagt gerne probieren. Das hier klappt schon mal. Was ist mit dem Müllcontainer? Kann ich hier rauf? Ja. Das klappt. Und geht das hier vielleicht auch? Na, jetzt falle ich wieder komplett runter. Ach komm, das ist ja doof. Jetzt hat das gerade so toll ausgesehen. Alter, dieses Gerät. Ich hasse dieses Gerät. Jetzt muss ich wieder sowas saufen. Hey, generiert sich das eigentlich auch von selber? So, das zumindest so. Klappt einmal. Ich glaube, wir sind hier richtig. Und wie wir hier richtig sind. Saubere Arbeit. Lolli lol lol. Bravo. Bisschen was. Ein bisschen Kohle, aber trotzdem mit Licht wäre mir recht. Mit Licht wäre mir sehr, sehr recht. Jetzt bloß der Lift kommt drauf. Ja. Yep, der Lift kommt drauf. Warum auch nicht? Na fein, trotzdem, das Herzlein. Ganz oben ist auch was, schau mal. So. Unsere Fähigkeit wieder. Kann ich hier oben auch raus? Naja, zumindest mal so. So, mal hier hin, damit wir schauen können. Da müssten wir irgendwie auch raufkommen, ne? Können wir hier stehen? Da oben? Bei sowas? Tatsächlich. Das geht, das soll gehen. Das klappt, das würde klappen. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, oder? Vielleicht von da oben. Hoppala. Ja, ich glaube. Hui, jawohl, jetzt haben wir's. Super, ein paar Münzen haben wir auch. Eine diebische Elster hat hier ein Nest gebaut. Super, 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 super. Ach, wie toll, schaut mal. Schön. Schöne Aussicht. Prima, prima. Sehr, sehr gut. Gut, nochmal das Herzlein vielleicht. Dann ist eigentlich nur noch... Warte. Da ist was. Das da will ich haben.
Das da will ich haben. Das heißt, wir müssen wieder weg von hier. Kann man von hier oben vielleicht einbrechen? Irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Huch. Wahrscheinlich nicht. Aber wir kommen hier trotzdem rein. Na gut. Das ist ja schon mal was, oder? Boah, ich muss mal speichern. Hey, Entschuldigung, wartet kurz. Spiel speichern. Heute ist übrigens eine ganz kleine Mini-Aufnahmesession von 3 Parts, möchte ich gerne machen. Weil ich möchte ein bisschen vorproduzieren. Ich weiß, ich habe gestern schon 5 gemacht, aber heute kommen nochmal 3. Dann geht sich das Ganze partmäßig für eine ganze Woche aus. Sogar einen Tag spart sie, weil es ist jetzt Keksebackzeit. Ich freue mich so. Und ich möchte gerne morgen, wenn es nach Plan läuft, schon am Vormittag mit dem Gebacke anfangen. Jo, das ist so mein Plan, mein grober. Und deshalb brauche ich viele, viele Parts. Verarbeitetes Walöl nehmen wir gerne mit. Was haben wir denn da Schönes? Ein Tränkelein für uns. Ich brauche das sowieso. Outsider-Schwein. Wusch. Jö. Jupp, Katzen zerrissen. Ich liebe es, wie sich Geschichten verändern. Servus. Wenn das gesprochene Wort sie schreibt. Unvollkommen. Halb verstanden. Schlecht erinnert. Schon bald wird die Geschichte des Kronmeuchlers verformt und verbogen werden. Wie ein weiches Stück Metall. Mal ein Monster zum Abschluss freigegeben. Dann ein Opfer vom Verrat. Verschont, weil es einen anderen Weg gab. Doch du erinnerst dich an die Wahrheit, nicht wahr? Deine Wahrheit. Neue Rune. Kräfte gewonnen, erhalten, wie auch immer. Wir haben 7 schon. Hör auf, echt wahr? Kann jetzt schon, wie heißt das, Domino, ne? Ich will diesen Domino-Dingens haben. Warte mal. Ich will nochmal zurück. Wo war denn das? Wo war denn das? Wie heißt denn das? Irgendwas mit... Warte, Knochen, Blut, Dings, Beweglichkeit... Reflexe, Vitalität, Stärke. Was haben wir da? Domino. Das war er. Die Verbindung menschlicher Ziele, verbinde menschliche Ziele damit, sie ein Schicksal teilen. Das hätte ich ganz gern, ehrlich gesagt. Und zwar strategische Hinweise. Domino verbindet zwei menschliche Ziele, während die Kraft aktiv ist. Wirkt sich jede Aktion auf alle verbundenen Ziele aus. Setze auf diese Weise zum Beispiel schnell mehrere Gegner mit einem einzigen Betäubungsbolzen außer Gefecht, um die Gefahr eines Alarms zu verringern. Oder töte mehrere verbundene Gegner gleichzeitig, wenn du im Kampf zahlenmäßig unterlegen bist. Kombiniere Domino mit anderen Kräften, um überraschende und interessante Effekte zu erzielen. Wenn du beispielsweise einen Doppelgänger beschwörst und ihn mit einem Gegner verbindest, wird jeder dem Doppelgänger zugefügten Schaden auch auf den verbundenen Gegner übertragen. Das ist aber cool. Was kann das hier noch? Verbundenes Trio. Verbinde bis zu 3 Gegner. Aha, verbinde sie, indem du einen Blick über sie schwenkst und dabei rechte Maustaste drückst. Oder drücke beim Zielen rechte Maustaste. Okay. Und hier? Verbinde bis zu 4. Okay, also ich würde mal sagen... Praktisch ist es schon. Ich weiß nicht, ob ich es brauchen werde. Ob ich es verwenden werde, so muss ich sagen. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich lerne das jetzt mal. Bitte ja. Domino wuschte da. Und gleich mal zurück. 2 Ziele. Ich glaube, okay. Was hätten wir da noch im Angebot? Alles 4. Da kostet was 2. Nachtsicht. Sieh im Dunkeln besser. Sieh Lebewesen durch Wände. Das ist aber nicht schlecht. Objekte weiter werfen, erhöht deine Gesundheit und Widerstandskraft. Das ist auch nicht schlecht. Was kann das?
Verbessert die Vitalität, verbessert Gesundheitsregeneration. Strategische Hinweise. Ein größerer Teil deiner Gesundheitsleiste regeneriert sich von selbst. Die Regeneration ist schneller. Das ist halt auch nicht schlecht. Deine also kann das hier Vitalität, erhöht deine Gesundheit und Widerstandskraft. Strategische Hinweise. Deine Gesundheit wird verbessert, wodurch du mehr Schaden durch Angriffe, Explosionen oder Stürze erleiden kannst. Das ist wie für mich maßgeschneidert. Ganz ehrlich, ich brauche das. Ich bin so ungeschickt. Ich nehme das mal mit. Wuschte da. Ganz dramatisch. Jawohl, da haben wir noch eine Rune übrig. Wie schön. Wir öffnen die Türe. Wir haben jetzt eigentlich nur noch... Was haben wir denn da? Warum bist du kein Werkzeug? Warum ist das jetzt kein Werkzeug, verstehst du? Mit dem ich diesen Kabel dort unten losschneiden kann. Du bist doch so eine Kackschere. Verdammt. Echt. Hier wohnt auch keiner mehr, ne? Nein. Aber kannst sagen, was du willst. Es ist schon schöne Räumlichkeiten sind hier echt. Also muss man echt sagen, wirklich hübsch. Wo sind denn übrigens die ganzen Bilder? Ich habe keine Ahnung, wo diese ganzen Bilder sein sollen. Ich habe, glaube ich, bisher nur ein einziges gefunden und das war durch reines Glück. Ich glaube, das war's auch schon mit meinem Glück. Muss ich denn schleichen? Ist ja keine Sau, oder? Keinen Schimmer. So. Wir haben, soweit ich das jetzt beurteilen kann, bis auf eine Rune alles. Und wie gesagt, das eine Werkzeug, ich habe keine Ahnung. Ich könnte vielleicht nochmal beim Dings vorbeischauen, beim Schwarzmarkttypen. In der Hoffnung. Was? Hör auf! Hast du was gesehen? Mich kann jetzt keiner gesehen haben, ich bin ja da oben. Bin nicht in der Stimmung. Komm sofort raus! Hä? Das gibt's ja nicht. Haben die hier. Ich habe Elefanten. Ich habe ein Elefantengewicht. Oh Gott. Ja, verfluchtes Bein! Das kann jetzt aber nicht dein Ernst sein, oder? Da liegt er gut. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Wie konnte der mich jetzt bitte. Warum? Hier etwa oder was? Das gibt's ja nicht. Arschkopfdreckiger. Mann, ey, hatte niemand. Hatte ich den schon? Die Anfälle werden schlimmer und ich habe verstörte Träume. Selbst die Ruhe weicht mir aus. Herz und Kabele wirken zuerst übermäßig behütend. Aber ich werde immer mehr zur Gefangenen in meinem Labor. Die Soldaten lassen mich in Ruhe. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Wirklich traurig macht mich der Verlust meiner Arbeit. Mir hat die Verbindung zu den Leuten, die mich wirklich brauchen, immer gut getan. Die Arbeiter und ihre Familien. Wenn ich höre, dass ein Fieber ausgebrochen ist oder die Bergleute eine neue Krankheit haben, schmerzt es mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann, um ihnen das Leid zu nehmen. Och, Menno. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gehört haben. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe es vergessen, das gebe ich ehrlich zu. Wir werden aber hier abhauen, glaube ich. Auf diese eine... Oh, auf diese eine Rune verzichte ich. Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Alter. Die sind echt wahnsinnig nervig. So. Was wollte ich jetzt sagen? Krebsen dann doch hier ein paar rum. Das war jetzt echt nicht mit Absicht. Was wollte ich sagen? Ich habe schon wieder vergessen, weil ich gerade wieder kämpfen musste. Die eine Rune kann mir jetzt ehrlich gesagt gestohlen bleiben. Ich will geschichtlich jetzt schauen, dass wir weiterkommen. Es ist ein Let's Play. Ihr könnt das Spiel kaufen. Ihr könnt das Spiel auf jegliche erdenkliche Weise, wie es euch beliebt, spielen. Gar keine Frage. Ich mache es jetzt einfach mal so. Boah.
Das heißt, wir müssen hier wieder weg, ne? Das ist die Frage. Komme ich hier lebend runter? Hier normalerweise schon, ne? Also hier müsste ich nochmal hinkommen dürfen. Nicht? Jetzt. So. Da, vielleicht liegt hier noch was. Ja, Mäuschen, ne? Warum legst du dich denn so auf? Na, du. Rohrwalknochen haben wir da gefunden. Mieps, mieps, mieps. Jo. Mieps, mieps, mieps. Ich habe jetzt leider kein Essen bei mir. Also, ich habe schon alles brav aufgefuttert. Tut mir sehr leid. So, ich glaube nicht, dass hier noch was sein wird. Beziehungsweise hoffe ich, dass hier nichts mehr sein wird. Weil ich möchte hier gerne weg. Ich glaube, ich bin hier sowieso schon falsch. Ich glaube, die Mitte da hätte schon gepasst. Hier, glaube ich. Und einfach dann hier runter. Irgendwie. So. So. Und jetzt hier rüber. Ach, hier rein hätte man müssen. Aha. Komme ich hier wieder rauf? Ich verwette meinen Sold, das ist die schlimmste. Geht sich natürlich nicht aus, ist ganz klar. Da muss ich das hier probieren. Und schauen, dass ich hier wieder reinkomme und du. Jawohl, vielleicht so. Ja, fast. Okay, das war nicht so schlau. Das war gar nicht schlau. Das war überhaupt nicht schlau von mir. Ganz und gar nicht schlau. Weil ich da jetzt nicht mehr reinkomme. Klar, die Blutfliegen gab's schon immer. Scheiße. Bin mir das gerade nicht so hingehauen, wie ich es gerne gehabt hätte. So. Ui, das ist was zum Essen. Feigen. Yam, yam. Yam, yam. So. Glas und so weiter. Jawohl. Das heißt, hier müsste Rekuperation. Hier müssten wir eigentlich weiter dann, ne? Dunkles Brot. Das nehmen wir auch. Yam, yam, yam. Yam, 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 yam. So. Ich hoffe, wir können uns sehr gut hier vorbeischleichen. Ja, das haut hin. Sauber. So, wo muss ich denn da jetzt hin? Ganz da oben? Also hier wirklich da so rauf, oder? Ruck. Oh, ruck. Geht das auch? Komme ich hier rauf? Oder eher nicht? Toll, 21 Meter. Das war komplett falsch. Das war nicht richtig. Außer ich kann von hier irgendwie... Aber da kann ich nicht raus, ne? Nein. Da kann ich nicht raus. Das war doof. Das war richtig doof. So. Runter hier. Das war doof von mir. Das war dumm von mir. Ja, komisch. Wird mir aber angezeigt, dass ich irgendwie rauf muss hier, ne? Kacke. Vielleicht werden wir da raus dürfen. Oder hier rauf. Hier könnte es vielleicht auch helfen. Wenn wir hier rauf dürften. Husch. Bis dahin geht schon mal. Da geht auch schon mal. Yay, Alter. Auch gehen. Leute, bin wieder da. Okay, irgendwie klappt das so nicht ganz. Irgendwie klappt das so nicht ganz.
kann ich von hier... Da war ich jetzt schon, ne? Kann ich von hier nach unten? Da bleibe ich irgendwie hier oben, ne? Es muss aber hier eine Treppe geben, definitiv. Oder auch nicht. Okay, Dreck. Ich höre mal auf zu schleichen. Ach so, ich bin ein Trottel, ne? Ich weiß schon. Einfach hier runter. Einfach hier runter und dann genau da unten was. Ich weiß schon wieder den Raum. Mai, bin ich deppert. Entschuldigung. Dahin, so irgendwie, ne? Ach Gottchen. Das hört sich gerade auch komisch an, irgendwie. Aber ich hoffe, dass es passt, so. Mit etwas Schmuck. Jawohl. Und Heureka. So. Und jetzt, unter uns. 0 Meter. Na, wir sind schon richtig. Hallo. Hä? Ich bin jetzt sichtlich verwirrt. Also wirklich. Was ist denn jetzt? Hallo? Ich hab schon gemerkt. Missionen. Bitte, was ist denn laus und los? Finde Sokolovs Aufenthaltsort. Ja, das will ich gern. Derzeitige Aufenthaltsort. Er wurde zuletzt gesehen, als ihn der Kronmeuchler ins Eddermeier-Institut verschleppte. Dr. Hebeischer ist die leitende Alchemistin. Finde sie und sprich sie auf Sokolov und den Kronenmeuchler an. Ja, wenn sie doch nicht tut. Büro. Wenn sie doch nicht reden will, die blöde Kuh. Hallo? Das ist gerade Kacke. Ich frisse alles weg. Habe ich da jetzt einen Bug oder was? Bitte nicht, ich will keinen Bug haben. Sokolov und so. Gnädigste. Das haut nicht hin. Muss ich hier dann was suchen, vielleicht irgendwelche... Vielleicht hilft dir das an, den, der meine Leiche findet. Ich weiß, ich sterbe, gequält, gescheitert. Ich konnte Dr. Hebeischer nicht vor sich selbst retten. Wenn jemand das hier findet, dann geben sie nicht ihr die Schuld. Sie weiß nicht, was ihr anderes Ich tut. Sie kennt dieses Monster nicht. Wenn ich mutiger gewesen wäre, hätte ich sie heilen können, falls es nicht zu spät ist. Flehe ich sie an, ihr das Gegenmittel zu geben. Die Anweisungen sind in meinem Tresor. Die Kombination lautet 551. Hilft mir gerade auch nicht weiter, oder? Ja. Du mich auch. Ich suche Herrn Sokolov. Macht Lust darauf, mit Feinden zu experimentieren. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht gerade, was ich machen soll. Gnädigste? Hallo, red doch mit mir. Wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht, ne? Aber sie redet überhaupt gar nichts. Null. Warum denn nicht? Hat sie die Sprache verschlagen? Null Spuren vom Sokolov. Null. Vielleicht hat das Herz ja im... Wie lange, mein Herz? Wie lange muss ich dieses Schattendasein fristen? Für immer. Das gibt's ja nicht, dass überhaupt nichts, null, nada, niente. Kein Hinweis auf Sokolov. Null. Das gibt's jetzt ja nicht.
liegen haufenweise Bücher. Warum treten sie gerade durch? Oh, was haben wir? Ah, eine Münze. Aber kein Werkzeug für dieses eine Dingens da, ne? Zum Kabel durchtrennen. Schaut, da haben wir auch was. Hui, da ich viele sind. Ich weiß gerade nicht so recht, was ich sagen soll. Der Part ist zu Ende, das kann ich sagen. Mit Sicherheit kann ich das sogar behaupten. Aber ich finde es gerade übel, dass wir von ihm jetzt da in Wirklichkeit nichts... Also wirklich keine Hinweise kriegen. Null. Dann muss ich halt zurück zum Schiff. Ne? Das hilft ja nichts. Besser gesagt, wir müssen zurück zum Schiff. Tut mir jetzt gerade sehr, sehr leid. Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht, dass die nicht mit mir reden will. Zu der Rune komme ich halt nicht, ne, weil mir dieses eine Werkzeug fehlt, um Drähte durchzuschneiden. Tja. Das ist dann halt jetzt ein bisschen doof. Ja, du kannst schnaufen hin, wie du lustig bist. Ich hätte gern Antworten von dir, die du mir nicht gibst, du blöde Kuh. Naja, na so ist, dann gehen wir halt zum Schiff zurück. Was sollen wir machen? Das heißt, wir müssen mit der Gondel fahren und... Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich weiß echt nicht... Hatten wir eh schon. Ja, ich habe, wie gesagt, keinen Plan, wo man die Hinweise kriegt. Man soll mit ihr sprechen, aber sie will nicht mit uns quatschen. Also, ich vertrödel jetzt keine Zeit mehr. Es wird sonst auch wirklich viel zu langweilig. Mir ist es schon etwas langweilig. Ich hau dann einfach ab. Ich gehe zum Schiff. Wenn du willst, komm mit, Gnädigste. Ansonsten bleibst du da. Na gut, ihr Lieben. Das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!